Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen Murkat von Munster. Und wir wollen heute versuchen, unsere Vorherrschaft in Irland etwas weiter auszubauen. Im letzten Teil haben wir ja Desmond eingenommen und haben uns dadurch einen neuen Vasall gesichert. Und wenn wir mal schauen bei den Anliegen, das ist eine sehr praktische Übersicht auf jeden Fall, dann sehen wir, dass wir einen mächtigen Vasallen haben, der neu dazugestoßen ist und der hätte gerne einen Ratsposten. Jetzt gibt es ja natürlich unterschiedliche Optionen. Wir können zum Beispiel einmal gucken, ob er irgendwas besonders gut kann. Was kann er ganz gut? Naja, er ist ganz gut im Kampfgeschick noch. Er ist jetzt nicht so schlecht wie manch anderer Ritter, den wir haben. Er ist eher durchschnittlich bei Bildung, Ränkespiel, Verwaltung und auch bei der Kriegsführung. Also um genau zu sein, ist er eigentlich in den Punkten überall schlechter als die Leute, die wir momentan hier drin haben. Ne? Wir haben natürlich hier mit unserem Ratsverwalter jemanden, der kein mächtiger Vasall ist und den wir jetzt nicht unbedingt auf diesem Posten haben müssten. Das Problem ist, als Finanzverwalter ist halt unser neuer Vasall relativ nutzlos. Ne? Und ich würde ihn also jetzt nur ungern auf so eine unnütze Position setzen. Auf der anderen Seite, mit diesem 10er Ränkelspielwert, ne, können wir auch versuchen, hier unsere ehemalige Ratsspitzelin einfach mal rauszunehmen, weil mit mittlerweile 78 Jahren, da wird die nicht mehr so viel machen. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie uns umbringen wird. Und deswegen werden wir jetzt unseren Earl auf diesen Ratsposten setzen. Der ist jetzt zwar minus 20 Meinung bekommt sie, okay, aber das ist nicht wild. Der ist jetzt bei minus 6, das ist okay. Der ist jetzt kein hervorragender Wert und er ist auch nicht wirklich gut gedacht als Ratsspitze. Vielleicht packen wir ihn mal nachher noch irgendwo anders hin oder wir hoffen, dass er noch irgendwo seine Fähigkeiten verbessert. Er ist halt leider kein wirklich guter Ratsspitze. Aber so gibt er auf jeden Fall Ruhe und wir kommen darum herum, dass wir irgendwelche illoyalen Vasallen haben. Dann können wir noch ein Lösegeld fordern von 10. Das machen wir doch jetzt auch noch. Das verbessert dann außerdem noch die Beziehung. Und wir können versuchen, aufgrund der, ihr seht hier dieses Haken-Symbol, ne? Wir haben einen Hook. Wir haben ihn sozusagen am Haken. Wir können das einsetzen, um zum Beispiel größere Truppenkontingente von ihm abzupressen. Wobei er das jetzt zum Beispiel auf gar keinen Fall will. Ne? Also irgendwie mit dem Druckmittel, da können wir noch nicht so viel machen. Ne? Wir können natürlich versuchen. Achso, wir müssen. Können wir es über dieses Menü versuchen eigentlich? Ja gut, also wir bräuchten wahrscheinlich auch vorher erstmal etwas bessere Beziehungen, ne? Das ist wahrscheinlich auch noch nicht so wild. Dann werden wir noch nicht von unserem Bischof gebilligt, da brauchen wir einfach bessere Beziehungen. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten ist der Klerus nicht auf unserer Seite. Und ich werde versuchen, dass wir diesen Modifikator hier als erstes loswerden. Wenn die Meinung besser wird, dann kriegen wir hier auch den entsprechenden Bonus. Wir könnten dem jetzt natürlich einfach ein Geschenk schicken. Wir mussten ja in dieser Tutorial-Version nutzloserweise unserem Sohnemann ein Geschenk schicken. Wir kämen plus 12, wenn wir bei 0. Wir können es also aber auch einfach bei unserer Mission belassen, die wir hier haben. Und ihr seht ja schon, ne? Also das wird funktionieren. Ne? Wir können übrigens auch noch einen Krieg erklären. Und zwar hier oben in Eilach. Und er hat noch keine Verbündeten. Wir haben halt unsere Verbündeten. Und dadurch bekämen wir einen neuen Vasallen. Aber Achtung, ein neuer Vasall, der nicht unser de jure Vasall ist. Das heißt also, der wäre jetzt auch nicht unbedingt sehr gewogen. Ja? Unser... Hast du eigentlich eine Aufgabe bei mir? Hat er nicht... Was kann er denn? Der kann auch nicht viel, ne? Er ist unersättlich und faul. Aber er ist ein meisterhafter Philosoph. Und er ist klumpfüßig. Ach du meine Güte. Okay. Also vielleicht sollten wir den tatsächlich noch mit einer Tochter von uns verheiraten. Oder irgendwie sowas, dass der da... Ja, dass wir den da noch in die Verwandtschaft irgendwie mit reinbekommen. Wobei natürlich diese...
muss ja übrigens jetzt mal auch gerade sagen. Warte mal, ne, das ist ja sein. Na, das ist ja sein Claim hier, ne? Das wir haben. Der ist bei uns am Hof. Warum eigentlich? Gering, Memme. Sexuelle Orientierung, heterosexuell. Empfiehlt sich da hin und wieder mal drauf zu gucken. Insbesondere, wenn es so ein bisschen beim Nachwuchs hapert. Minus 2 Kampfgeschick. Anziehungsmeinung minus 10. Eieiei. Ist ja übrigens etwas, was man heute zum Glück medizinisch relativ gut behandeln kann. Ne? Bei kleinen Kindern passiert das ja, tritt das häufiger mal auf. Habe ich auch so einen Fall in meiner Bekanntschaft gehabt. Er ist feige, unersättlich und faul. Er ist ein Meister auf der Philosophie und Chromophysik. Er ist einfach nur ein Höfling von uns. Aber er hat halt diesen Anspruch. Und dieser Anspruch ist nicht schlecht. Wie kommen wir denn weiter dann darum? Wenn ich gerne doch... Die Pinwand brauche ich nicht, aber ich hätte doch gerne irgendwie... Nicht unbedingt den Kriegerorden. Die Blutlinie rein. Hier erfüllt nicht alle Anforderungen. Was sind die Anforderungen? Mindestens 75 Meinungen. Hm. Okay, kontrolliert eine katholische heilige Stätten. Okay, da müssen wir nach England rüber, da brauchen wir Canterbury, ne? Hingabestufe ist Glaubensikone oder höher und wir haben 2500. Okay, gut. Pietät oder wie heißt dieser Wert nochmal? Eine Frömmigkeit, ja. Okay, ein neues Königreich gründen. Ich glaube, da kommen wir der Sache näher. Die Stufe ist Illuster. Wir halten 3 Herzogtümer. Reichsgröße ist 30 oder mehr. Mhm. Das sind wichtige Entscheidungen, ja. Also ich bin kurz davor zu sagen, wir holen uns Eilach und dann fingieren wir einen Anspruch auf Leinster und werden dann Leinster erobern und versuchen dann weiter nach Dublin oder Dublin vorzustoßen, wie die Iren das nennen. Und dann können wir versuchen, hier so einen Weg rüber zu finden. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich sag noch ganz kurz was zu diesen Entscheidungen. Hier, Ritter einladen, habe ich ja im ersten Teil erklärt. Anspruchsteller einladen ist tatsächlich nicht unwichtig. Denn man bekommt damit eben Gäste an den Hof, die einen Anspruch mitbringen. Und ihr habt ja eben gesehen, ne? Wir bekämen dadurch zum Beispiel einen Kriegsgrund. Dann die gebilligte Scheinbekehrung, das ist halt nicht so wichtig, weil wir unseren Glauben nicht gewechselt haben. Die Pilgerreise ist wichtiger, weil man dadurch Pietät bekommt. Und außerdem auch noch andere Sachen bei dieser Pilgerreise passieren können, die zu einer Verbesserung, natürlich aber auch einer Verschlechterung der Charaktereigenschaften führen können. Man kann sich da natürlich verletzen, ne? Aber eine Pilgerreise ist auf jeden Fall auch für die 50, die das kostet, kriegt man dann halt, ne, je weiter die Reise ist, desto mehr Frömmigkeit erhaltet hier. Das ist eigentlich schon ganz passabel, wenn man das mal braucht. Das Festmahl ist super, um Anspannung abzubauen. Ne? Das ist dieser Wert hier an der Seite, von dem wir noch nicht so viel haben. Und die Meinung zu den Vasallen können sich verbessern. Für das bisschen Geld, also die 100 Dukaten oder 100 Dublonen oder was ist es, ne? Steht ja eigentlich irgendwie eine Währungsbezeichnung. Nee, ne? Sagen wir Dukaten. Das ist es durchaus wert. Die Jagd ist auch super, um Anspannung abzubauen und wir können dabei jede Menge Prestige noch einheimsen, also das ist auch nicht verkehrt. Und den Arzt, den brauchen wir auf jeden Fall, falls wir mal irgendwie schwerer verwundet werden in einem Gefecht oder an irgendeiner Krankheit leiden, die wir behandeln müssen. Ne? Also das ist auch noch eine wichtige Sache. Unseren Erben, der ist 19 Jahre alt, den sollten wir eigentlich noch verheiraten. Ne? Am besten verheiratet man den dann natürlich auch wieder mit jemandem, der eine entsprechende Bündnismacht mitbringt. Und da sage ich mal, da ist alles ab Frankreich, ist da, also oder alles bis Frankreich ist eigentlich ganz gut. Was haben wir denn hier? Ist das Orlamünde? Boah, das ist zu weit weg, ne? Hier Französisch, was? Grafschaft Besançon, okay. Sächsisch, Fränkisch. Bringt einen Anspruch auf das Herzogtum von Schwaben mit. Geduldig, bescheiden und gierig. Okay. Ein Bündnis mit der Grafschaft von Regensburg. Badenford, Angelsächsisch. Da können wir doch mal gucken. Bietet sich an.
Bettern fort. Dann machen wir das mal zu. Na, ihr seht, jetzt sind wir nicht mehr in diesem Tutorial hier drin. Kann ich das suchen? Ne, kann ich nicht suchen, ne? Ha, dammit. Muss ich jetzt wieder hier machen, ne? Das ist noch ein bisschen blöd, ne? Da muss man dann alles nochmal neu raussuchen. Wo war sie? Hier, da, angelsächsisch. Haus Swanneshals. Der Haupterbe, der hat sich heute Morgen mit dem Hammer gekämmt, wie wir sehen können. Der ist zum Beispiel schwer verletzt. Der sollte mal einen Arzt aufsuchen. Bietet sich auch an, hier mal reinzugucken. Das ist die Gräfin, die Schöne von Bannerford. 42 Jahre alt, Vasall, Königreich von England. Mitfühlend. Hübsch ist sie und eine Architektin. Alter, also wenn wir die nicht heiraten, sind wir doof, ne? Sie ist gesellig, fleißig und ruhig. Wir bekommen ein Bündnis mit ihr. Sie hat einen Haupterben. Er ist ein legitimer Bastard. Die Eltern. Hui. Warte mal, dein Papa ist König Harald der Zweite? Okay, gut. Also für 42 hat die sich gut gehalten, wie ich finde, ne? Müssen wir mal gucken. Also ich glaube, das wäre doch gar nicht so. Das wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Das Doofe ist halt wahrscheinlich, wenn die... Also, ja, die wirft halt nicht mehr, ne? Wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, wir haben von dem Trade jetzt nicht mehr unbedingt viel. Diese Eigenschaft ist vererblich. Da sollte man übrigens immer drauf achten, ne? Wir bekämen halt nur das Bündnis mit denen. Wir würden halt nichts... Wir würden halt nichts erben dadurch. Die liegen halt wirklich sehr zentral da drin, ne? Da muss man ein bisschen... Da muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Wir können sie übrigens auch noch nach... Da können wir die auch nach Kultur ordnen. Bestimmt, oder? Ja, okay, gut, lass mal. Schottisch, auch nicht verkehrt. Moment mal, Lothian. Auch nicht verkehrt, ne? Dann haben wir die noch da oben. Aber mit Schottland, das gibt immer Krieg ohne Ende, ne? Das gibt immer Krieg ohne Ende. Was ist hier? Zornig und ein zorniges und unersättliches Kind. Okay. Konstanze, ja, ich weiß nicht, ne, die ist dann... Die Konstanze ist nicht so meins, ne? Und da kannst du einfach stundenlang damit verbringen, dir jemanden rauszusuchen, der vielleicht gut geeignet ist, ne? So, ne? Der vielleicht auch noch einen Anspruch mitbringt. Treuherzig. Das ist so geil, ne? Mit dem Hund als Symbol. Ich liebe es. Ruhig. Die hat gute Eigenschaften. Haus Cecil. Mögliches Bündnis. Da unten. Ah, das ist aber wirklich eine sehr kleine Grafschaft. Sie bringt einen Anspruch mit. Vier Ansprüche. Ja. Die ist das, ne? Die ist 12, die ist halt noch sehr jung. Und ihr Lehnsherr. Wir haben halt alle Ansprüche da drauf, ne? Da willst du halt nicht
musst halt gucken, ne? Willst du dich dann halt da in die Nesseln setzen, ne? Also ich habe ja auch schon ein Bündnis mit denen, ne? Insofern sollten wir wirklich vielleicht auch nach einem stärkeren Bündnis gucken. Sollen wir die Schöne nehmen? Wir nehmen die Schöne, oder? Wir nehmen die Schöne. Komm, sieht gut aus und im Zweifelsfall müssen wir uns rechtzeitig von ihr scheiden lassen, aber wir kriegen dadurch erstmal jetzt ein Bündnis, ne? Das heißt also, wir sparen unsere Frömmigkeitswerte mal noch ein bisschen auf. Wir machen die nicht sofort zu Geld, wenn wir das können, sondern wir sparen das erstmal ein bisschen. Wir holen uns jetzt erstmal das Bündnis, weil wir wahrscheinlich noch den einen oder anderen Krieg führen müssen. So, jetzt müssen wir noch weiter gucken. Wir haben noch mehr Familienmitglieder, die heiraten können. Der Halbbruder, der Brian Conchobar. Wen will der denn nochmal heiraten für mehr Bündnismacht? Wie alt ist er denn? 47. 47, ja. Versteckt unter der Mütze sein Haar. Will er die Mechthild heiraten? Ich weiß es nicht. Wir müssen den nicht verheiraten, ne? Wir haben noch hier... Guck mal da. Wir können noch ein schottisches Bündnis eingehen. Ja, die ist halt 5 und er ist 47. Ist nicht so cool, ne? Der sollte zumindest so ein bisschen in seiner Liga versuchen zu spielen, ne? Mathilde. Bündnis mit Pferden. Treuherzig ist immer gut, aber sie ist unersättlich. Wen können wir noch verheiraten? Halbbruder und unser Erbe. Den haben wir doch gerade verheiratet, ne? Okay, gut. Lass mal das mal weiterlaufen. Super, ausgezeichnet. Okay, dann würde ich sagen, machen wir direkt auch den nächsten Krieg klar. Denn der hat noch keine Bündnisse. Und falls er selbst, wenn er jetzt ein Bündnis macht, dann erwischen wir den. Achtet drauf, ne? Das kostet immer ein bisschen Prestige, wenn man das macht, ne? Aber weit unterlegen, 426 Mann. Krieg ist da. Und wir heben alle Truppen aus. So, das können wir wegklicken. Das können wir auch wegklicken. Können wir auch wegklicken und das hier auch. Und vielleicht machen wir da auch noch den ein oder anderen Gefangenen, ne? Da sind wir schon. Und dann geht's auf. Ah ja, gut, wir haben das Lösegeld bekommen. Schön. Wir haben unseren Edbershosh, den Bischof von Cormac. Nicht den Erzbischof, sondern den normalen, er ist der normale Bischof, ne? Erzbischof ist dann der von Canterbury. Den haben wir beeinflusst. Wir machen jetzt das gleiche übrigens hier. Und dann müssen wir mit dem Raganwat weitermachen. Aber erstmal ist es wichtig, dass der Erzbischof uns akzeptiert. Das könnt ihr da oben übrigens auch mit einem Rechtsklick dann entsprechend einfach wegdrücken. Wir könnten uns jetzt noch überlegen, ob wir auf Lancer noch einen Anspruch fingieren. Das muss ja dann unser Bischof für uns machen. Oh, und was haben wir hier? Meine Säuglinge. Mit einem müden, doch glücklichen Lächeln überreicht Gwendolyn 2 perfekte kleine Kinder. Ach du meine Güte, ihr werdet... Wer werdet ihr einst sein, meine Kinder? Und wie soll ich euch nennen? Das ist einmal... Ach, das sind 2-eiige Zwillinge. Okay, krass. Okay, richtig cool. Wir könnten jetzt übrigens hier... versuchen. Hautfarbe Standard.
Lass mal gucken, wie sieht sie denn aus? Die hat schon ganz guten Teint. Mit so rotbraunen Haaren. Ja, ne? Komm, er darf auch ein bisschen nach der Mutter kommen, ne? Bei uns passt es aber auch, ne? Ja, wir haben auch so rotbraune Haare. Kopfbedeckung auch super. Nehmen wir eine Kappe? Kapuze? Drehen kann ich es leider nicht, das Kind, ne? Okay. Keine Kopfbedeckung. Eine Adelskappe. Okay. Stirnreif. Stirnreif kriegt die Lady und Fleur de Lis. Oh ja, ist klar. Krone von Frankreich, warum nicht, ne? Ja, er wird ein kleiner Krieger. Das finde ich doch super. Er wird ein kleiner Krieger und sie kriegt den Stirnreif, ne? Kleidung. Finde ich nicht schlecht. Sieht ganz nett aus. Schleier? Auf keinen Fall. Stirnreif da. Haarfarbe finde ich auch super. Passt gut zu dir. Bethgalach. Okay, ich weiß nicht. Nach einem Vorfahren. Morkat. Hüvel. Hüvel finde ich gut. Und Kenech. Wahrscheinlich heißt das Moment mal. Zenech oder so. Ist das richtig? Wir machen noch. Gwenlian. Gormflach. Branwen. Ellen. Super. Finde ich gut. Okay, dann haben wir unsere zwei Kinder. Und wir machen weiter bei der Eroberung von Adach. Wir müssen nicht unbedingt kämpfen. Also bei dem Wurfergebnis, aber kämpfen wir sehr schnell, sehr effektiv. Er hatte übrigens einen sehr coolen Helm. Wir haben ihn auch gefangen genommen. Wow. Ihr wisst ja, er kennt ja mein Avatarbild, ne? Ich finde das ja mega nice mit der Maske. Okay. Können wir den für... Nee, wir können den nicht für Lösegeld frei boxen. Okay, wir haben den gefangen genommen. Wir können uns halt jetzt mal überlegen, wie groß ist denn deine Family? Hat noch einige Mitglieder am Hof. Er hat auch einen Vasallen. Er hat vier Ritter noch da drin. Dummerweise sieht man nicht, welche Ritter, ne? Wer das ist. Weil man könnte jetzt sich zum Beispiel durchaus überlegen, hier nicht sofort zu belagern, sondern wir greifen diese Armee nochmal an und hoffen, da auch nochmal Gefangene zu machen, ne? Aber wir sind ja sehr ritterlich. Wir... Wir wollen ihn jetzt auch noch nicht komplett platt machen. So, jetzt können wir da zum Beispiel nochmal hin in den Wald. Wir haben auch bei der Belagerung noch eine Gefangene gemacht. Wir können die Verbündeten in den Krieg rufen über Prestigewerte. Das möchte ich aber nicht machen. Und dann war die Armee weg. Und wir haben nochmal einen Kommandanten gefangen genommen. Machen jetzt auch wieder ein bisschen langsamer. Ich wechsle das hier immer mit der Geschwindigkeit, weil diese Belagerungen, die dauern halt immer recht lange eigentlich, ne? Seht ihr auch, ne? Haben wir gewonnen. Ziemlich eindeutig. Und auch ziemlich eindeutig. Und wir können jetzt hier unsere Forderungen durchsetzen. Und wir haben jetzt einen neuen Vasallen hinzubekommen. Und unser Ratsverwalter ist down. Da möchte ich den Typen aber nicht sehen, denn er hat genau 0 Punkte bei Verwaltung. Da würde ich eher sagen, da können wir vielleicht eine Heirat arrangieren. Wäre es mir jetzt eigentlich ganz lieb, wenn man da auch einfach so die Ladies irgendwie reinsetzen könnte. Halbbruder, Halbbruder, Höfling, Neffe, Cousin, Höfling, Ritter. Neffe, Höfling, Neffe, Neffe, Höfling, 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 Ritter, Höfling, Sohn, Tochter. Nee. Höfling, Höfling, Uff. Wer ist das denn?
Er ist herrisch, auch wenn er nicht so aussieht. Ja, da hat wahrscheinlich das Bild irgendwie nicht so ganz gestimmt, ne? Ja, und dann, wenn ich jetzt sage, Halbbruder, hat er eine Perle? Wie alt ist der? 39. Ehrlich? Zufrieden? Stur? Interessiert mich ja nicht, aber das ist auch nur eine Höflingsdame von ihm, ne? Wenn ich die heirate, habe ich nichts davon. Er hätte natürlich gerne, dass wir den da nehmen, ne? Weil, der dann Ruhe gibt. Aber wir nehmen lieber den, also entweder nehmen wir den Geralt und rekrutieren den, weil der ist halt echt richtig gut, ne? Der ist zwar gierig und sadistisch, ist nicht ganz so nice. Wir können auch den Ragenwald nehmen. Der hat immerhin einen Wert von 11. Er ist galant. Sein Organisator, warte mal. Ah, das bringt mir aber halt nur was. Der ist halt ein sehr geiler General auf jeden Fall. Zäher Soldat, schüchtern, gerecht, ungeduldig. Hm, okay. Und der Ragenwald ist halt momentan, ja, da ist er auch auf jeden Fall besser, ne? Okay. Will ich meinen Neffen auf dieser Position sehen? Mit einem Wert von 9. Logistiker, zäher Soldat, stur, schüchtern und arrogant. Da bringt er mir einfach mehr, weil der das sich halt schon auskennt. Wir nehmen den Geralt auf jeden Fall. Und weisen dem das zu. Und dann soll der mal hier Dollar-Dollar-Bill machen, auf jeden Fall. Und der Gringo hier, der ist ganz happy. Warte mal ganz kurz, das ist noch bei minus 7, ne? Okay, gut. Ja, das kriegen wir nächste, das kriegen wir gleich hin. Und der Gringo hier, der ist ganz... Das wollte ich nicht haben. Alle auflösen, bitte. Der ist ganz happy, weil wir dem ja zu seinem Recht verholfen haben. Das Problem ist halt, wir sind nicht sein De Jure-Herrscher, ne? Das findet er halt wiederum nicht so cool. Wir können jetzt noch dem Earl Domnall den Krieg... nee, Entschuldigung, nicht dem Earl Domnall. Wir können jetzt noch Oriel den Krieg erklären, das ist auch wieder eher. Für 188. Das machen wir auch noch, weil wir damit... Also mir ist das ganz recht. Wir sehen übrigens, ne, unsere Regimentsstärke hat sich deutlich erhöht. Und unser Vorteil ist halt, solange die noch keine Bündnisse haben, bin ich hier relativ gut aufgestellt. Die will ich noch nicht unbedingt heiraten lassen. Wir laufen stattdessen mal da hoch. Ich will eigentlich eher mir immer mal den Ort anzeigen lassen. Ja, hier meine ich zumindest das zu sehen, also die geografischen Voraussetzungen. Okay, ich habe es gerade wieder gefunden. Das ist echt so doof versteckt. Ne? Hier unten sehen wir Feuchtgebiete. Man sieht es auch hier. Ja, hier sieht man es auch. Ja, oder hier, da. Feuchtgebiet. Feuchtgebiet. Hier dann wieder Gelände, Ebenen. Aber wichtig ist halt das, worauf wir hier klicken. Das ist halt alles ein öder, ätzender Sumpf. Aber vielleicht führen wir tatsächlich noch hier das Gefecht. Und das können wir zum Beispiel dadurch machen. Aha, wir haben ihn erfolgreich beeinflusst. Sehr schön. Dann können wir das gerne auch noch bei ihm machen. Und wir können hier, das ging auf jeden Fall mal,
Zeig mir mal die Festung. Wie stark ist die? Da sind 250 Mann drin, ne? Ja. Da können wir eine neue Armee abteilen. Nimm mal den Brian. Und den Ragnvald. Nimmst du den noch mit? Dann können wir hier seiner Armee hinterherlaufen, während er hier weiter belagert. Dann machen wir vielleicht noch ein Gefecht, ne? Wir sind 2 zu 1 überlegen, wir werden das auf jeden Fall gewinnen. Oh, mit einer minus 8 aber nicht unbedingt. Oh, minus 9. Oh, minus 12. Eieieiei. Lauf mal hin. Oh, what? Das war jetzt nicht so geplant. Danke. In solchen Situationen muss man immer mal aufpassen. Verbündeter Kombattant getötet. Moment mal, war das einer aus meinem... Das war aber nur so ein Ritter, ne? Niedrige Geburt. Okay, gut, das war jetzt keiner von meinen... Gringor, also nur du bist heftigst verletzt. Schwer verletzt. Ja, das ist halt, das ist der Mist. Das passiert dann halt, wenn der da hinflüchtet. So, wir haben Gefangene gemacht. Wir können Lösegeld fordern. Und dann, und so sei es. Und wir haben unseren einen Vasallen nochmal Stärke gemacht, aber soweit erstmal ganz okay. Wir können den Titel Herzogtum von Ulster schaffen. Und was uns das bringt, das sehen wir im nächsten Teil. Denkt bitte dran, heute Abend, ich habe das... Übrigens im ersten Part falsch gesagt. Heute Abend um 21 Uhr gibt es einen Livestream auf twitch.tv/GüntherShadow. Da werde ich zusammen mit dem Merp Crusader Kings 3 spielen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid. Und wünsche euch bis dann alles Gute und sage Pax Vobiscum Valete.